Sehr gut. Jetzt, maintenant, überfliegen Sie Marlins Blog. Der Blog, wohl Blog, yani, immer die Internetseite. Das ist genau, wenn ich sage, die Internetseite. Der Blog und die Internetseite, sieht Internet, wir haben Page oder der Blog. Jeder hat zum Beispiel einen Blog. So, der Blog, die Internetseite. Ja, so, worüber schreibt Marlene? Kreuzen Sie an. Schreiben. Über. Schreiben über. Tektub alle. Alle mehr tektub. Marlene, sur quoi? Über ihre Stadt. Über ihr Stadtviertel, das Viertel. Das Viertel hol Quartier. So wie aussi, in Astamlu, sehr viel Misen, aussi pour das Viertel, Quartier. Über ihre Straße. Wir lesen Marlins Blog. Und was schreibt Marlin? In Giesing wohnt das Leben. Seit einem halben Jahr lebe ich in München, in meinem Lieblingsviertel Giesing. Giesing ist ganz normal. Giesing ist nicht toll. Giesing ist nicht in, und genau das gefällt mir so gut. Hier leben Alte und Junge zusammen, Arbeiter und Studenten, Deutsche und Ausländer. Der Stadtteil gehört uns allen, und hier finden wir auch alles. Es gibt Läden, Werkstätten, viele Kneipen und Restaurants. Ich wohne mit meiner Familie in der Tigersee-Landstraße. Von hier aus kommen wir überall sehr gut zu Fuß hin. Der Kindergarten ist gleich um die Ecke. Zur Schule ist es auch nicht weit. Mein Friseur ist im Nachbarhaus, und zur Post sind es keine 50 Meter. Ich sag's ja, Giesing ist ganz normal. Und das finde ich super. So, sie schreibt hier, ich versuche hier die Übersetzung. Wir übersetzen, was sie gesagt hat, damit wir es verstehen. So, seit einem halben Jahr, Sie wissen ja, seit, es ist Dativ. Natürlich das Jahr. Und deshalb ist seit einem, und das hier Deklination, Adjektiv im Dativ. Seit einem halben Jahr lebe ich in München. Ça veut dire depuis demi année, j'habite à Munich. منذ نصف سنة أعيش أنا في München. Sie sehen hier, seit einem halben Jahr, das ist Tempora. Seit einem halben Jahr, dann kommt das Verb in zweiter Stelle. Ja, die Verb in zweiter Stelle. So. In meinem Lieblingsviertel, ich habe hier Präposition in. Präposition in. Präposition in. In meinem Lieblingsviertel, Dativ, wo wohne ich? Das Viertel, sehen Sie hier, das. Also das Viertel. Giesing, le quartier de Giesing. Giesing ist ganz normal, total normal. Adia jeden. Giesing ist nicht toll. C'est pas magnifique, c'est pas extraordinaire. Toll, c'est montez, ja, ja. Ist nicht toll, c'est pas manne. C'est pas le meilleur, mais ليست بالعالم, ماهوش العالم. Toll, يعني كما نقولوا رائع. Toll. Giesing ist nicht in. Was bedeutet etwas in?
NCC une chose à la mode. حاجة ظاهرة معناها كما نقولوا احنا شائعة منتشرة. It's nicht in, c'est pas le monde يعني. Good. Und genau das gefällt mir so gut. Exactement ça. Genau das. Exakt, يعني genau, يعني نف. بالضبط. Gefällt mir. Dativ. Verb gefallen. So gut. Hier leben Alte und Junge. هنا ich habe Adjektiv als Nomen. Sehen Sie, Adjektiv. Arrive tant que alte und junge. Yani, majeur, analkopolisa, les vieux et les jeunes, zusammen. Arbeiter, les employés, studenten, les étudiants, deutsche, les allemands und ausländer und les étrangers. Der Stadtteil, c'est le parti de la ville. Analkolohna, der Stadtteil, qui machna kolo, j'manaha, le mantra. يعني السيتي شتاتايل داس تايل هو دا تايل هو لو بارتي دون شوز اين تايل alors gehört der Stadtteil der Teil c'est le parti الجزء gehört uns allen gehören dativ was bedeutet das appartient ينتمي تبعنا يعني بقولوا احنا يعني تبعنا الناس يعني نتاعنا نحسوا allen Allen sie dativ. Woher kommt das? Wir haben alle. Verwechseln Sie nicht mit alle, mit alles. Drei Ruhesien. Alles, sie, du. Ihr alles, tust. Ich habe alles. Wir kennen uns alle. Mit allen, avec tout. Allen dativ. Und hier finden wir auch alles. Voilà. Wir kennen uns allen. Et ici und ruf. Two shows, for example. Es gibt Läden, zu trouve Läden. Jama, der Laden. Der Laden oder das Geschäft. Das gleiche Wort. Viele Läden. Werkstätten, die Werkstatt. Die Werkstatt hier in Warschau. Werkstatt. Alors, na, die Werkstatt. Sehen Sie zum Beispiel die Werkstatt mit Doppel-T. Verwechseln Sie nicht Werkstätten mit Werkstatt, mit die Stadt. Okay, so. Les garages de réparation, les menuisiers, les nachars, les hadid, les choses qu'on peut tout, qu'on a besoin, le plombier, etc. Ils ont dit, Viele Kneipen sind Hanet, die Bars und Restaurants. Ich wohne mit meiner Familie, Dativ. Mit meiner Familie. In der Tegernsee-Landesstraße, die Straße. Wo wohnt sie? In der Tegernsee-Straße, Dativ. Die Straße. Und die Straße. Vous voyez, on a la logique. Et toujours, on peut tout comprendre, les textes, et on est toujours à la page. Von hier aus, à partir d'ici, kommen wir überall, überall partout. Le verbe, c'est hinkommen. Sehen Sie, le verbe dran, kommen wir überall hin. On arrive partout. Man a nassel, il a kullil amen. Und wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin? Zu Fuß, à pied. Ich gehe zu Fuß. Ich gehe zu Fuß. Der Kindergarten ist gleich um die Ecke. À côté, um die Ecke. Just à côté. Die Ecke, c'est le coin. Ruck. Ich gehe mal nach le coin. Die Ecke. Sie haben auch in die Aufgabe, liebe Achtung, Partie-Aufgabe, haben Sie die Ecke aufgehabt. Zur Schule natürlich, Dativ. Ich gehe zur Schule. Es ist auch nicht weit. Pas loin. Weit, c'est un adjectif, le contraire de na.
Le contraire de na. Daher kommt die Nähe. Ist es auch nicht weit. Mein Friseur ist im Nachbarhaus, der Nachbar, le bison du voisin. Und zur Post sind es keine 50 Meter. Même pas, keine 50 Meter, der Meter. Ich sag's ja, je dis déjà. Ich sag's ja, je dis déjà. Giesing ist ganz normal und das finde ich super so. Und ça, je le trouve super, comme ça. Et ich sag's ja, comme vous voyez, elle a dit ici, Giesing ist ganz normal. À la fin de sa texte, elle a nous rappelé, d'akritna, kaltenna. Oh, ich sag's ja, déjà dit. Gut, jetzt haben wir den Text übersetzt. Über was schreibt Marlene? Über was schreibt Marlene? Das ist die Frage. Über ihr Stadtwörter. Über ihr Stadtwörter. Gut, sie schreibt über ihr Stadtwörter. So, zu welchem Thema, nächste Frage, zu welchem Thema, Themen finden Sie Links? Was bedeutet der Link? Der Link. C'est le lien que j'écris, je vous envoie, ich sende euch den Link. Le lien que vous connectez avec moi sur pour apprendre, c'est ça, des lignes, c'est le lien. Yani, rabat en langue arabe. Zu welchen Themen finden Sie Links? Reisebüro, das Kino, der Film, die Bibliothek, die Schule, die Jugendherberge, Dar Shabab, le Maison de Jeune, das Museum, der Friseur, das Wetter. Das Wetter, c'est natürlich le Tax. So, Glückstadt, die Glückstadt, Malahi, les villes du jeu, etc. Fotos, Restaurants, Rezepte, das Rezept. Das Rezept, ja, nicht für Essen oder so, und das Theater, zum Beispiel Reisebüro. Wo sind die Links? Natürlich, Sie sehen ja hier, wir haben ja gesagt, die Internetseite. Sie finden eine Internetseite, da kriegen Sie die Internetseite. Das steht ja oben, die Internetseite. Sie finden die Werbung. Publicität. Die Werbung. OSG natürlich. Die Werbung. Sie finden Werbung. Sie finden Werbung. Und da müssen Sie zum Beispiel damit rechnen, für Conte avec, irgendwo trouver, par exemple, dans vos blogs, die Links. Hier sehen Sie die Links. Eine Sekunde bitte. Voilà. Hier sind Links. Theater im Turm. Was bedeutet Theater im Turm? Theater im Turm. Das Theater al-Masrah und Turm Silburj. So, finden Sie zum Beispiel Theater im Turm auch vorhanden hier? Sehen Sie zum Beispiel, ja, hier oben, wenn Sie sehen Theater. Kam das vor? Oben an die Liste, zum Beispiel diese Liste, Theater haben wir gesagt, finden Sie aktuelles. Die Aktualität, 1000 Euro für Bücher, wir helfen unsere Stadtteilbibliothek. 10.000 Euro für Kutub, nahnu musa'ed, le Bibliothek, yani maktabat, madinetna. 10 000 Euro pour des livres, nous aidons notre Bibliothek, de notre ville. Ein Jugendherberge für Giesing. Ils sont jeunes pour Giesing. Hermann Scharrer dankt der Stadt München. Danken, c'est le verbe remercier.
Remercier, à la fecă, el fie andativ, danken. Ich danke dir. Ich danke Ihnen. Le monsieur, il remercie la ville de München, qu'elle a fait ça. Ich liebe diese Landschaft. Die Landschaft, c'est la nature aussi. معنا نقول احنا طبيعة. C'est die Natur, die Landschaft. Die Landschaft ist von den Montagnen aussi. Die Montagne, c'est mieux, die Montagne. Voilà, die Landschaft, Meer und Berge auf Korsika, 12 Fotos und ein Text von Lars Rockstau. Hundert Bäume, sont arbres, sind noch kein Wald, sont pas un forêt. يعني لهنا, مئة شجرة ليسوا بغابة. Ça se dit toujours, 100 Bäume sind noch kein Wald, alors sont Arbres sont même pas, sont pas en forêt. Der neue Film von Jan Jung läuft jetzt im Kino. Si on dit läuft, laufen, ça veut dire c'est pas courir, sauf laufen. Laufen aussi on dit pour le film. So, was läuft heute? Avec le umlaut, okay? Läuft heute. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il tourne aujourd'hui? Im Fernsehen, par exemple. Im Fernsehen. Im Fernsehen. On peut demander qu'est-ce que il marche. Ok. So. Dann haben wir oben Münchenwetter, Regen oder Sonne. Der Regen, c'est le pluie, Sonne, Schems. Hermosküche, Glückstadt, Stadtfansseite, die Fansseite, die Fans. Für alle Glückstadt spielen und hier WR Wächter reisen, Meer, Wald, Stadt, Berge. Kommen Sie einfach zu uns. Venez tout simplement chez nous. Wir helfen Ihnen weiter. Bon, vous êtes. Reisebüro Wächter. So, jetzt, wir sollen, oh, pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est fait? On se demande pourquoi il est fait. Pour que vous voyez quel vocabulaire vous pouvez dire sur vous, votre vie. Alors, quoi? Le champ lexical, lexical, MTAC, anti-win. Pour bien, il faut bien apprendre la lexion. Eh bien, tant que lexion globale, chez lexion, c'est pour cela, ils sont des idées pour vous améliorer, pour parler sur la, pour chercher des mots sur l'aspect à la manière. Pour aussi la cuisine. Ils sont tous des thèmes. Reisebüro. So. Welche Themen zum Beispiel? Reisebüro? Ja. Déjà fait. Was kam nach vor? Welche Themen kamen vor? Reisebüro, déjà fait. Je vous écoute. Nesma Fik. Bitte schön. Schule. 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 Richtig? Wo stand Schule? Haben Sie Schule gesehen? Ja. Wo? Restaurant. Restaurant. Restaurant stand zum Beispiel, wo stand Restaurant? Wille Knappe und Restaurant. Sie meinen im Text ja. Oder die Links? Ich Text. Meine hier die Links. Muschel im Text. Ich rede nicht von der Text, vom Text. Ich dachte an was. Ich muss nachke an was. Nachke Lilian. Ich nachke an Lilian Hadouma. Vous voyez Lilian? Je parle de Lilian. Lilian, c'est Lilian. Rawabet Hadouma. شنو مواضيع رايزة بيرو مثلا هكا عنا في ار فيشتا رايزة مية كذا كذا كام يوغنت هابيرغا كام فور كلوكشتات بيبليوتك بيتا بيبليوتك بيبليوتك يا zum Beispiel فتا كينو läuft im Kino was läuft im Kino heute Museum, kam Museum vor?
Kein Museum vorher, kein Museum. War hier das Wort Museum? Giesing. Ein Jugendherberger sehen Sie. Ja, was noch? Die Landschaft zum Beispiel kam. Die Landschaft hier gab es eine Bibliothek, Schule, Schule, eine Jugendherberge. Oh, keine Schule, aber okay. Aber verstehen Sie, was ist hier gemeint? Das sind die Links. So, machen wir weiter. Mein Lieblingsviertel. Lesen Sie den Blog und die Kommentare noch einmal. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. So, nehmen wir das Beispiel. Sie schreiben über Ihre Stadt. Das Beispiel, l'exemple. Nehmen wir. Sie schreiben über Ihre Stadt. Vous allez écrire déjà sur votre ville. So. Et vous allez poster sur votre blog. Comme vous faites un blog, par exemple, sur vous-même, comme Marlène. Marlène, elle a fait un blog pour aider aussi sa ville, peut-être d'une façon ou d'autre. So, elle a écrit et il y a des réactions. Il y a des gens qui l'ont venu sur sa blog et ils ont fait des commentaires. Hallo Marlène, gratuliere, félicité. Dein blog gefällt mir. Ton blog, là, ça me plaît. Und dein Text über Giesing hilft mir sehr. Et ton Text sur Giesing m'aide beaucoup. Ich möchte nämlich bald in München studieren. Vu que, nämlich, qui m'a vu que, en français, qui m'a mané, l'arabien, qu'on m'a mané, nämlich. Ich möchte nämlich, que j'ai déjà, nämlich, dans le cadre, je suis en train, ou des choses comme ça, nämlich bald in München studieren. Wie que soon, bald, kariban, studieren. Ich habe noch keine Wohnung dort. Ich habe noch, encore, keine, pas encore. Dort, là-bas, dort, uneck. Aber vielleicht kenne ich jetzt ja schon mal den richtigen Stadtteil. Mais peut-être je connais maintenant déjà le parti de ville juste. Mais لكن يمكن انني الان اعرف معناها المنطقه بتاع المدينه الجزء بتاع المدينه الصحيح اللي انا باش نتوجه له. Eine Frage noch. Une question encore. Gibt es eigentlich auch ein Kino in Giesing? Trouve-t-il déjà, ou bien, eigentlich, Alman, Alman, يوجد Alman cinéma في Giesing? Trouve-t-il un Kino cinéma à Giesing? Ich danke dir. Das hat Claudia aus Essen geschrieben. Das hat sie, wann hat sie Claudia das geschrieben? Das hat sie am 26. Juni um 22:12 Uhr. Antworten. Marlene kann hier drücken, so wie bei Facebook. Sie drücken hier auf Facebook, wenn Sie finden, Antworten. Kommentare, Sie drücken auf Antworten, répondre. So. Un autre qui l'a répondu, il s'appelle Teddy Bear. Teddy Bear, il a trouvé un commentaire sur Facebook. Il a dit, am 28. Juni um 16.43 Uhr hat er geantwortet. Il a répondu. Ja, Giesing ist schon okay. Oui, Giesing, il est okay. Bon, ça va. Aber so toll ist es nun auch wieder nicht. Mais meilleur, du ne, معناها ليست بذلك. لكن الممتاز هي ليست بذلك. Mais le meilleur est déjà pas. Andere Stadtteile. Des autres quartiers, des autres quartiers, de même ville, mais des autres quartiers. On a Giesing in Giesing, mais un autre quartier de Giesing. Andere Stadtteile sind auch schön. Mir gefallen die Maxi-Vorstadt und das Lehl. Sehr gut. Pour lui, il aime le Maxi-Vorstadt,
elendlich. Sehr gut. Plus que, par exemple, wie Sie hier zum Beispiel Stadtteil oder Stadtviertel von Marley. Das hat der DB gesagt. So, jetzt sollen wir beantworten und sollen. Giesing ist ein Stadtviertel in München. Richtig. Ja, richtig. Gut. Marlene wohnt sehr gerne in Giesing. Richtig. In Giesing wohnen keine Ausländer. Falsch. In Giesing gibt es leider nur sehr wenige Geschäfte. Falsch. Mhm. Gut. Okay. Wenig, c'est le contraire de viel. Un peu. Il y a un peu de magasins. Le Geschäft ou der Laden, das Geschäft. Das Geschäft. Bon, das Geschäft, il a beaucoup de synonymes. Hein? Das Geschäft, il faut aussi. Par exemple, ich mache ein gutes Geschäft. J'ai fait un bon, man amelt Tijara Murbha, l'Arabie. J'ai fait un bon, man bon commerce. Mit A umlaut natürlich. Et je dis, madame, das ist ein gutes Geschäft, c'est une bonne affaire. Je peux utiliser, c'est une bonne affaire, je peux l'utiliser. Je peux aussi, par exemple, die Menschen machen viele Geschäfte. Viele Geschäfte sind offen, weil die Mahallet, went. Tam al-Hanout, كما الحانوت نقول احنا الكشفت هو الحانوت بالتونس لا يعني العطار نجم نقول كما والحوانتي الاخر ديال لادن زاد اما هي داس كشفت استعملوها كما قلت في برشا حاجات دوت بزاف زو ازو داس است ناتورليش فالس واش زي gesagt hat يا gehen wir weiter das haben wir vorhin gesagt. Lesen Sie den Blog noch einmal. Was gibt es in Giesing? Was davon gibt es auch in Ihrem Heimatort, in Ihrem Stadtviertel? Notieren Sie. Bon, لحنا باش نسجلوا احنا الحاجات اللي احنا مثلا on peut effacer notre tableau. J'espère que vous avez. So. Jetzt sehen Sie, was hat Giesing an Geschäft? Schnee, Lachwein, qu'est-ce qu'elle a? Vous pouvez écrire, par exemple, vous pouvez après faire seul, par exemple, was gibt es hier an Giesing an Läden? Und in meinem Heimatort, das machen Sie alleine, das ist leicht. Das ist leicht. Also, Sie werden hier schreiben in Giesing und mein Heimatort, Zimmer, Wil. An der Masken Raxi. Die Heimatort, der Ort, c'est le lieu. Was meinen Sie? Kreuzen Sie an oder schreiben Sie selbst etwas? Was meinen Sie? Kreuzen Sie an und schreiben Sie selbst. Écrivez-vous même une chose. Vergleichen Sie dann mit Ihrer Partnerin, Ihrem Partner. Vergleichen, Karen, yani. Marlene, kauft gerne ein. Liebt die Ruhe auf dem Land, ist gerne alleine, hat Kinder, findet Einkaufen nicht so wichtig, lebt gerne in der Stadt, ist gerne unter Menschen, hat keine Kinder. Was meinen Sie? Kreuzen Sie an? Was meinen Sie, meine Herr? Selon le texte, que pensez-vous selon le texte? Er kauft gerne ein, selon son texte, que pouvez-vous comprendre? Manage, no, nejem tafem, enti, a partir de nasser, à la Giesing, na, was können Sie zum Beispiel darunter verstehen? Manage, was, no, tafem, enti, concernant, est-ce que hier, t'hab l'aïch, manage, yariku leha l'aïch ou hunaka? Nejem t'ko. Hal, oui ou non? Yeah.
Ja, okay. Gut. Liebt die Ruhe. Was ist die Ruhe? Die Ruhe. Calm. Die Ruhe. حاجة لكلمة. نقول احنا الهدوء بالعربي. Calm. Ruhe. L'adjectif ruhig. Ruhig كما عكس, par exemple, laut. صاخب. Laute Stadt, ruhig. Ich liebe die Ruhe. Ich wohne auf dem Land. J'habite dans un village. Ich liebe die Ruhe. Es ist ruhig. Es ist laut. Il est calme. Es ist laut. Oh, il y a beaucoup, Marin, etc. So. Ja, was meinen Sie? Liebt sie die Ruhe? Erlebt die Ruhe auf dem Land? Lebt gern in der Stadt. Sie liebt das Leben in der Stadt. Ja, sie lebt gerne in der Stadt. Sehr gut. Und ich ist gerne allein. Ist gern unter Menschen. Ist gern unter Menschen. Ich bin gerne unter Menschen. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Mera yani hada. Ich bin gerne unter Menschen. Quelqu'un qui dit. C'est quelqu'un qui lit. Il lit, par exemple, l'amitié. L'amitié, c'est quoi l'amitié? Sadaka. Die Freundschaft. L'amitié. Die Freundschaft, par exemple. Ja, l'amitié. Il lebt avec beaucoup d'être sous le monde. Sous. Anna, bin in Nes. Kolo, anna. Ja, hab ich un bin in Nes. Ist gerne allein. Sozial. Sozial, genau. Sozial. Ja. Auch ist gerne alleine. Oder hat keine Kinder. Oder hat Kinder. Was meinen Sie? Hat sie Kinder? Keine Kinder. Sie hat keine Kinder. Hat keine Kinder. Ja, haben Sie einer zum Beispiel, ich habe jetzt eine Frage. So, ich sage eine Frage über den Text zum Beispiel. Gibt es in Giesingen Werkstätten? Gibt es in Giesingen Werkstätten? Es kommt ja die Werkstatt. C. L'Warsha. Yani le petit, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? C'est L'Warsha en français, c'est qu'on a dit à Bakri. C'est que, par exemple, menuisier, ainsi de suite, ou bien le plombier, etc. Gut, wir haben richtig das beantworten. Gehen wir 5. Das gefällt mir. Wir haben gesagt, Verb gefallen, Dativ. Okay. Wie viele Verben machen Dativ Tafu déjà? Antworten, gefallen, verzeihen. Wo können Sie? Was bedeutet die markierten Wörter aus dem Block? Ordnen Sie zu. Mäda, yani, li vort, li mo, marqué. Gehören, gefallen, danke, helfen. Der Stadtteil gehört uns allen. Das bedeutet, alle sind hier, j'ai dit avec des autres mots, par exemple. Alle sind hier zu Hause und können sagen, das ist mein Viertel. C'est comme vous dites, par exemple, vous utilisez le mot die Heimat, la patrie, le français. L'Ouattan, la patrie. Das ist meine Heimat. Jeder sagt hier, jeder Chaka. Jeder sagt,
Das ist meine Heimat. Tout le monde peut dire ça c'est ma patrie. Yani هذا كما دي Heimatstadt. معناها quelqu'un qui dit der Stadtteil, le quartier gehört uns allen. Ça appartient nous tous. يعني تبعنا الناس كل تاعنا احنا كأنه قال سي لا ميم كي ادي انا زنت هي تو هاوس اند كنن زاجن تو لو موند اي سي شي لوي تو هاوس شي لوي اي كنن زاي بو دير او كن داس است ماين فيرتل سا سي ما كارتي زو ايش دانك ديا جو تو ريميرسي. Was sage ich? Ich danke dir. Kippe trouvé, ich danke dir. Und das gefällt mir. Kippe trouvé, das gefällt mir. Pourquoi? Und das hilft mir. Pourquoi? Alors, qui fait l'exercice? Une minute, hein? Nawel. Was meine ich, Nawel? Cherk. Nee, Nawel, was macht nicht? Das ما فيك. Okay. Das hilft mir. Mir. Vielen Dank für deine Hilfe. Das hilft mir. Vielen Dank für deine Hilfe. اي واحد كنقول لهم زعما هذا يعاونني مش يمكن فماشي حاجه اخرى تزيد شوف فيلن دانك genau was bedeutet wichtig ان wichtig und wichtig مهم وغير مهم wichtig et unwichtig. Nécessaire. C'est important pour moi. Important. Très bien. Important. Wichtig ou unwichtig. Il y a important et le contraire. Also, c'est wichtig. Und ja, weiter. Ich danke dir maintenant. Vielen Dank für deine Hilfe. Genau, vielen Dank für deine Hilfe.